herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und vor allem herzlich willkommen zu meinem Video über ein Thema zum Thema Asperger. So, das war jetzt eine wilde Einleitung, aber okay. Ja, heute möchte ich euch mal erzählen, was ich so beobachtet habe über die Jahre, was sich so verändert hat von der Zeit, bevor ich meinen Asperger bekommen habe und von meinem Charakter her und was danach eher war. Weil ich habe erst heute mit meiner Mom drüber gesprochen und habe zu ihr gesagt, du, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht, so charakterlich. Puh. Also dann, ich fange jetzt einfach mal mit dem Ersten an, was mir aufgefallen ist. Also ich war als Kind total die Wasserratte. Das würde man jetzt heutzutage gar nicht mehr glauben. Aber da mussten meine Mutter musste mal wirklich mit Kleidern ins Swimmingpool, also in den Pool schwimmen, im Pool springen, um mich da rauszuholen, weil ich mich einfach geweigert habe, aus dem Wasser rauszugehen. Ja, und heutzutage ist es so, dass meine Mutter im Dreieck springen muss, damit ich überhaupt mal ins Wasser reingehe. Okay, entschuldigt, aber es ist wirklich wahr. Ich bin total der, also ich gebe es zu, ich bin jemand, ich bade nicht sehr oft. Ehrlich gesagt, eigentlich eher selten. Also es ist eher schon so, dass es Baden wie ein Einhorn ist. Es kommt sehr selten vor. Gut, dann die nächste Sache, die mir aufgefallen ist. Als Kind war es so, dass ich immer alle Menschen, egal wer es war, angequatscht habe und jeden nach seiner Geschichte gefragt habe, von jedem wissen wollte, was ihn interessiert, was er macht und so weiter. Und dann, als mein Asperger ausgebrochen ist, war es dann tatsächlich so, dass ich mich irgendwie für die Menschen um mich herum gar nicht mehr interessiert habe. Also ich will nicht, dass es böse klingt oder so, aber für mich war das einfach so, dann, ja, die waren alle da und ich wusste, dass sie alle meine Familie sind, so vom Gedanken her. Aber wenn du überall keine Gesichter erkennst und jeder für dich irgendwie gleich aussieht und wie sage ich es immer so nett zu meiner Mom, alle tausende grauen Klöpsen, die alle um mich rum sind und dazwischen zwei oder drei Gesichter, die ich wiedererkenne, dann ist es tatsächlich so, dass du dann irgendwann das Interesse verlierst, weil im Prinzip kann dir jeder erzählen, was er möchte, jeder kann dir erzählen, wie viel er möchte, aber am Ende vom Tag weißt du halt meistens nicht mal mehr wirklich, wer die Person ist. Ja, zu diesem Thema, nämlich meine nächste Sache. Als Kind war ich richtig gut darin, Leute wiederzuerkennen. Da war ich es immer, die meine Mutter gesagt hat, guck mal, da ist der und der. Oder da ist der und der. Ich habe mir damals schon Eselsbrücken bauen müssen. Sowas wie, ich habe mir immer erst die Nachnamen und dann den Vornamen dazu gemerkt. Aber ich habe es damals noch hinbekommen, die Leute wiederzuerkennen. Und heutzutage sind, wie ich schon bereits erwähnt habe, alle Leute für mich irgendwie, ja, gleich. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem gerne mit Leuten rede. Aber meistens ist das Problem bei mir, dass wenn ich dann mich umdrehe, dass ich wirklich tatsächlich wieder vergesse, wer die Person ist manchmal. Das passiert mir, wenn ich so richtig müde bin, sehr oft. Und manchmal, also für mich das Schlimmste war, ja, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Als ich ein Kind war, war ich ja wirklich sehr an meinem Papa hängend und ich habe wirklich eine unglaublich enge Verbindung zu ihm gehabt und ich bin froh, dass wir auch jetzt wieder eine haben, aber da tut mir voll sorry und so und nicht wundern, wenn das Bild etwas anders ist, aber ich habe mit nur noch mit ungefähr 8% Akku angefangen zu drehen und jetzt ist mir unterm Drehen der Akku ausgegangen. Das nennt man dann im Fachkreis ein vorhersehbares Risiko. Ja, also ich glaube, ich war zuletzt bei, ja, ich hatte früher ein sehr enges Verhältnis und eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Und dann, als mein Asperger ausgebrochen ist, war er über Nacht ein Fremder für mich. Und entschuldigt mal ganz kurz. Okay. Entschuldigt, ich habe vor ein paar Stunden eine Fliege zerquetscht und ungefähr da sieht man einen riesen Punkt auf meinem Bildschirm gerade und ich habe gerade überlegt, ob es die ist. Also es war so eine Schmeißfliege. Ja, auf jeden Fall war es für mich damals richtig hart, meinen eigenen Vater nicht wiederzuerkennen. Aber jetzt, nach ungefähr 10 Jahren, habe ich ihn dann auch wieder erkannt. Yay!
Ich habe 10 Jahre gebraucht und dann habe ich meinen Vater angefangen wieder zu erkennen. Und ich schätze so, ja, da können wir zum nächsten Punkt kommen. Also, auch das kann ich nicht wirklich genau sagen, aber früher als Kind habe ich, um Leute kennenzulernen oder besser gesagt, mir die Leute zu merken, die dahinter sind, glaube ein paar Minuten gebraucht, vielleicht maximal so 2, 3 Treffen. Heutzutage ist es so, dass ich ungefähr, ja, ich würde schätzen, schon so 7, 8 Jahre brauche. Ich fange jetzt gerade an, mir die Gesichter von meinem Babette und meinem Winfried zu merken und fange jetzt gerade an, so diese Kleinigkeiten zu merken, wenn sich was an ihnen verändert. Ja, was war noch? Ja, als Kind war ich immer total so ich habe auch den Sommer geliebt als Kind tendenziell. Ich war ja sowieso im Sommer, hatte ich Geburtstag und gut, den mochte ich nie, aber den Sommer an sich mochte ich immer, weil da konnte man Fahrrad fahren und man konnte mit den Hasen draußen spielen und man konnte mit Freunden draußen spielen und so weiter. Das war alles, fand ich damals viel besser. Und heutzutage, ja, ihr wisst ja, ich bin kein Sommerfan mehr, vor allem kein Lichtfan. Das war noch. Ja, also es ist für mich irgendwie so schwierig, weil ich kann es ja nur euch aus meiner Perspektive sagen, was ich so für mich beobachtet habe, was sich vor allem verändert hat. Und ja. Ja, früher hat mir kaum einer gesagt, dass ich schwierig bin. Heutzutage kriege ich oft zu hören, Gott, bist du schwierig? Oder bist du anstrengend? Und solche Sachen, weil ich eben gewisse Verhaltensarten habe und weil ich die Dinge, die ich sehe oder höre oder denke, auch oft manchmal einfach nur so ausspreche, ohne darauf zu achten, was der andere gerade macht oder tut. Was ich aber schon immer hatte, das ist lustig, ist, ich war schon immer so ein Wirbelwind, wenn ich ins Zimmer gekommen bin, musste alles andere stehen und liegen gelassen werden und sollte sich nur noch um mich drehen. Wartet mal. Mama war ich doch, ne? War ich auch damals schon. Ich bin etwas, ich bin bezogen. Ja. Was war noch? Was war noch? Ja. Ich war früher auf jeden Fall auch jemand, ich war bei Filmen auch anfangen können, früher loszuheulen. Also ich hatte auch eine viel größere, ja, Gefühlsbreitband. Also irgendwie, ja, man könnte sagen, wenn man es mit dem Internet vergleicht, damals hatte ich noch voll das schnelle Netz und jetzt ist es irgendwie gedrosselt worden. Ja, und ja, aber sonst fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle gerade nicht viel mehr ein. Aber was ich schon immer auch hatte, war, ich war schon immer der total tierliebe Mensch. Also ich habe schon immer Tiere mehr gemocht als Menschen. Und für mich war es auch immer so, dass ich, wenn ich irgendwie was gehört habe, mit das ein Tier gelitten hat, für mich viel schlimmer war, als wenn ich irgendwie was gehört habe von Menschen, denen es gerade schlecht ging. Und ich habe auch meistens, wenn es irgendwie Bekannte waren, wo ich wusste, die haben einen Hund, eine Katze, einen Hase, einen Hamster oder irgendwas, habe ich immer als erste Frage gestellt: Und wie geht's denn Ihrem Hamster, Ihrem Hasen, Ihrem Hund, Ihrer Katze? Das war mir dann immer die erste wichtigste Frage, die für mich abgeklärt werden musste. Was ich auch mich erinnern kann, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ist, dass ich früher länger trauern konnte. Also ich weiß noch, dass ich, als mein erster Hase gestorben ist, da bin ich wochenlang traurig im Bett gelegen und habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Das war nicht mehr amtlich. Und bei Isa ging es mir jetzt so, dass ich natürlich hier und da manchmal diese kurzen Gedanken habe, wie schade. Aber an und für sich bin ich nicht mehr so fertig wie damals. Also man könnte jetzt auch sagen, nach so vielen Hasen ist man es gewohnt, aber ich glaube, so sowas gewöhnt man sich auch gar nicht. Und ich denke eher, dass es so an mir liegt. Und damals, als auch ein Unterschied, der mir auch persönlich aufgefallen ist, ist damals, also mein erster Hase der gestorben ist, hieß Mimi. Damals, als Mimi verstorben ist, war es für mich so dieses Prinzip, ja, also ich will auf gar keinen Fall und überhaupt nicht und gar nicht und auf gar keinen Fall mehr einen anderen Hasen haben. Und bei Issy war es dann schon so, dass ich, während sie noch nicht mal wirklich, ja, also während sie schon noch in ärztlicher Behandlung war, habe ich schon nach neuen Hasen Ausschau gehalten und habe die wichtigsten Dinge für mich so die dazugehören, so ja,
Ja, so diese typischen Sachen, die man so macht, damit man, also für Vorbereitungen und für neue Sachen oder eben das neue Anfangen schon vorbereitet. Das könnte man so sagen, glaube ich zumindest. Also ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig formuliert habe, aber so muss ich das jetzt beschreiben. Und dann noch was, was mir aufgefallen ist, ist, früher als ich kleiner, jünger war, ist mir extrem schwer gefallen, irgendwas zu lernen. Also ich war ja schon immer bei Computer begeistert, aber damals habe ich überhaupt noch gar nichts verstanden. Und dann über Nacht habe ich dann mehr oder weniger die Software-Sachen plötzlich verstanden. Und ja, wenn wir das über Nacht Dinge haben. Ich habe also auch über Nacht ans Kochen gelernt. Das ist nämlich was, was ich davor nicht konnte. Ich möchte dazu jetzt nicht viel mehr sagen, als ich habe meine Tomatensauce gemacht, das nie mein Vater gegessen hat. Dafür respektiere ich ihn bis heute. Ja. Und dann urplötzlich habe ich wirklich kochen können, also kochen gekonnt. Kochen können, ja, eben so. Gut, das war eigentlich so alles, was ich dazu sagen wollte, weil es mir so aufgefallen ist, was bei mir so so ein paar Veränderungen waren. Ich meine, ich entdecke noch oft viele Sachen, die sich jetzt heutzutage im Vergleich verändern. Und ja, eine der Sachen, die mir jetzt noch gerade auf die Schnelle einfallen, ist, früher, wenn ich gegen eine Wand gelaufen bin, habe ich einen Schmerz gespürt. Heute, wenn ich gegen eine Wand laufe, sage ich nur noch so provisorisch, ouch, damit niemand merkt, dass ich es eigentlich gar nicht bemerkt habe. Und da gibt es diese Geschichte dazu. Mein Vater und ich haben uns mal sowas zum Aufhängen, so eine Garderobe gemacht. Die kann ich euch mal mit einem Foto auf Facebook oder so zeigen. Und auf jeden Fall war es so, dass wir da Nägel reinhauen mussten. Und ich habe dann irgendwann mal daneben gehauen und habe eben nicht gleich gemerkt, dass ich mir auf den Finger gehauen habe. Aber als ich es dann gemerkt habe, war so 5 bis 6 Minuten später, habe ich dann so gemerkt, ouch! Ja, das war etwas spät. Ja, auf jeden Fall, das sind so diese größten Änderungen, die ich so jetzt heutigen Stands an mir bemerkt habe, die ich jetzt gerade so für mich sehe. Und mich würde interessieren, waren denn bei euch so die größten Unterschiede, an die ihr euch so erinnern könnt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Und nicht nur die, an die ihr euch erinnert, sondern auch solche Sachen, die euch andere erzählen, wie das mit dem Wasser, das wusste ich selbst nicht mehr. Das habe ich wohl vollkommen verdrängt. Das erzählen mir nur immer ständig meine Mom und meine Oma und mein Dad. Ja, das war alles soweit. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.